Hartelijk welkom terug. Duda, de Rookie of the Year contest, gaat in die entscheidende fase. Ladies and gentlemen, mitbekommen. Von online votings über YouTube-Videos, über Skate Show Dance, hat sich herauskristallisiert, dass der Jan und der Sammy da bei uns auf dem Sofa hocken. Sie beide haben die Chance, auf Berlin zu gehen mit dem All-Inclusive Package. Und sie sind während der Werbung schon ganz nervös und fragen sie, hey, Quizfragen, woher hast du die und so, vom Internet? Ja, logisch habe ich sie vom Internet. Das macht man mit Quiz so. Wenn du jemals ein Quiz wirst machen, liebe Jan, wo wirst du Fragen herholen? Ja, wieso? Wahrscheinlich aus ja, dem Internet. Logisch. Also logisch, es ist so. Es geht um Skateboarding. Das hättet ihr fast annehmen können. Wir haben immer drei Auswahlmöglichkeiten. Und ihr könnt euch rasch eine Sekunde Zeit lassen. Und sagen ihr A, B oder C. Alles kapito? Geht es darum, wer schneller ist oder nicht? Nein, geht es nicht. Okay, einfach... Aber ich es ist gut für einen Berner, wenn es nicht um Geschwindigkeit geht. Sorry, jetzt hat man den Regie gerade so. Heißt du Timmy, liebe Regie? Nein. Hör auf, Mann. Also schaut, können wir bitte eine spannende Musik an, Regie? 3, 2, 1 und spannende Musik. Danke. Frage Nummer 1. An Jan und an Sammy. Wo ist 1976 der erste Skatepark gebaut worden? Ist das A, in Florida, B, Los Angeles oder C, New York? Florida, Los Angeles, New York, A, B oder C? Los Angeles. B. Sagen die beide Los Angeles? Ja. Und wir sagen, stimmt nicht, es wäre A gewesen. Florida wäre richtig gewesen, nämlich der Port Orange Skatepark. So mit so Swimmingpools und so. Da haben wir immer wieder etwas gelernt. Hey, sind Skateboarder ein bisschen Geschichtswissen da, ja? Ja, das ist... Timmy, hättest du gewusst? Hättest du gewusst? Nie im Leben. Also eben, es geht natürlich auch ein bisschen um Raten, oder? Müsst ihr euch ein vorstellen, wo wäre es auch möglich. Frage Nummer 2. Tony Hawk, kennen die beide. Wann hat Tony Hawk zum ersten Mal seine 900er gelandet? 1995, 1992 oder 1999? Ohne Scheiß, das weiss man. Wann hat Tony Hawk... Das wisst ihr nicht, Christoph. Schon, oder nicht? Ja. Ja. Also Timmy und Christoph Wüsser. 1999. 1999. Ich sage einfach immer das Gleiche. Ja, Mann! Ja, ich sage immer die erste Antwort. Also, das Sammy? Ja, ich sage auch 1999. Nein, stimmt. Okay, gut. Ja, 1999 oder X Games. Nach irgendwie 10 verpeilten Versuchen oder so hat es dann gestanden. Okay, gut. Beide haben mal einen Punkt. Das ist okay, soll man so gelten. Yes. Frage Nummer 3. Wo ist Skateboarden von 1978 bis 1998 vom Staat verboten gewesen? Das schau nicht so blöd, nur weil du Jahreszahlen gehörst. Ey, das weiss ich. Wo war Skateboarden verboten in dieser Zeit? Russland, Japan oder Norwegen? Go, A, B oder C. Russland. Japan. Russland und Japan, sagen dir. Und nein, es wäre Norwegen. Ey, nein! Scheiße! Ey, nein! Aber wisst ihr, wieso es verboten war? Wegen? Habt ihr Ahnung? Timmy, Christoph, wieso war Skateboarden verboten? Zu gefährlich. Weiß nicht. Nein. Es gibt auch einen Punkt. Ja, es gibt einen Punkt. Mitleidspunkt von mir, aber der zählt leider nicht. Sorry. Aber es ist wirklich, sie haben gefunden, es gibt zu viele Verletzte und so weiter. Haben das halt aufgegeben. Frage Nummer 5. Für was ist die erste so richtig berüchtigte Skate-Crew Z-Boys besonders bekannt gewesen? Wenn ihr den Film, wie heißt der, Dogtown oder so? Dogtown Boys. Genau, Lords of Dogtown, irgend so. Okay, was sind die bekannt gewesen? Entweder Kickflips, Grinds, oder Poolriding? Poolriding. Poolriding. Shit, die haben beide richtig. Nice job. Sapphire Team. Sehr da deine die Film verraten. Bows am Umborden. Cool. Sind beide, glaube ich, 2 Punkte, gell, diese. So, Frage Nummer 5. Welche Firma zeichnet sich für Tony Hawk's Pro Skaters verantwortlich? Ist das A, EA? Ist das B, Activision? Oder ist das C, Bungie Studio? Activision. Wie viel? Activision. Beide sagen Activision. Yeah. Oh shit, und die haben wieder beide Punkte. Sagen nicht immer das gleich. Ja. Das ist aber das mal ziemlich gleichzeitig gesehen. Ist okay, ist okay, ist okay. Also 3 Punkte beide. Mit wie vielen Kickflips nacheinander hat sich der damals erst 14-jährige Zach Krull den bisherigen Weltrekord geschnappt gehabt? Wie viele Kickflips hat er dann gemacht, um den Weltrekord zu besiegen? 960 Kickflips? 1546? Oder 1315, das ist wirklich ernsthaft so. Oh, 960, 1546, 1315. Das ist verdammt viel. Ich sage jetzt 960. 960 und du sagst C. Ja, es killt mich. B wäre richtig gewesen. Like a boss.
Das ist verdammt viel. 1546. Das ist recht viel, oder? Nicht easy, Mann. Zu viel. Nein, nicht easy. Wie viel arbeitet ihr? Zwei, maximal. Hintereinander, komm jetzt. Wie viel ist bei euch? Vielleicht drei. Was ist so realistisch? Ja, es gibt auch mehr Tricks als nur Kickflips. Nein, vielleicht etwa 20 würde vielleicht gehen. Und dann fangst du an, irgendwann mal auf den Crap. Dann fange ich an, durchdrehen. 64, gehen. Ja, ich habe es mal gemacht. 64. Und nachher muss ich aber fast meine Lunge die kollabiert. Ja. Es kommt auf an, wenn ich Trick noch gut kann. Mhm. Wir, ja, wir genau. Sind spannend jetzt momentan und immer mit den Tree Flips am Battle. Tree Flips? Tree Flips. Wer steht am meisten nacheinander? Aha. Ah, das haben wir auch schon gespielt. Ja, und ich meine, neuer Rekord ist jetzt bei 51. Was ist schon mega ein Tree Flip? Das ist eigentlich wie ein Kickflip, nur das Brett. Das hast du nicht sagen. Das schon, ja. Mach einen mit diesen Schuhen. Ja, ey, voll. Ja, 51. 51? Chapeau. Nicht schlecht. Ich meine, mit Jungs, ich muss sagen. 1500, das ist schon crazy. Okay. Danke für die Knowledge. Jungs, ich nerve mich ein bisschen, weil momentan ist Gleichstand. Ich muss ehrlich sagen, es ist nicht so das, was man sich wünscht als Moderator. Die letzte Frage ist so easy, Bubi, einfach. Stell sie trotzdem. Wo liegt die Geburtsstätte vom Skateboarder Kalifornien, Rhode Island, Hawaii? Der erste sagt, Günd. Was? Rhode Island. Du sagst Rhode Island. Wo liegt die Geburtsstätte vom Skateboard? Er hat Rhode Island. B gesagt. Er hat uns A, Kalifornien oder C, Cali. Hawaii. Wie viel? Cali. Cali? Ja, Kalifornien. Endlich! Meine Güte, danke schön! Richtig, und damit entscheidet sich auch die erste Challenge zugunsten von Monsieur Sammy. Können wir einen Applaus haben, bitte schön! Danke, Messi! Danke!